Panzer dann gewehrt. Puh. Das war ein Ding. Aber echt geiles Level-Design. Puh. Ich liebe es. Wir sind hier, befestigen den Sendeempfänger an dieser Antenne. Okay. Welchen Hof sind wir? Diese Option. Hoffen wir, es funktioniert. Und hinunter geht's. Schau, die Aussicht von hier aus ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Neue Erinnerung. Auch die Main-Erinnerung kriegen wir hier. Jetzt müssen wir natürlich. Das Obligatorische. Ich dachte gerade schon, es wird das nicht gegönnt, die Farbe runterzuwerfen. Das wäre aber unzufriedenstellend. Und runter geht die Reise. Hui. Hinunter zurück in die Stadt. Dass man diese Lüfte nicht verkehrt rum nutzen kann. Dass man die nicht auch nach oben nutzen kann. Das hätte uns einiges an Aufwand erspart. Die Slums, Teil 2. Okay, bevor wir zu Dings gehen, zu Momo, schauen wir uns hier nochmal um. Noch was liegen lassen. Gehen wir da hoch oder ins Klo rein können wir nicht. Okay. Wo ist denn der Alte hin? Oder die Alte? Schau mal, ein Zettel. Kleiner Außenentwickler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Okay. Achte auf Groß- und Kleinschreibung. Wir sehen uns in der Bar, Momo. Du musst der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's.
wir werden bestimmt einen anderen Weg nach draußen finden, oder? Ist das Schloss für das Fenster gut lautet? Es war ein H, glaube ich. Fehler, falscher Schlüssel. Ups, mein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Dann war es ein U oder war es ein 0? Schauen wir mal. Erfolg. Es hat geklappt. Momo ist in der Bar und wartet auf uns. Ich dachte schon, wir müssen ihn jetzt eintippen. Ich dachte schon, wir müssen jetzt den ganzen Code hier. Alter Schwede. Erde. Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne. Sicher? ich bin jetzt nicht so gut in Astronomie, aber ich meinte doch, der dritte Planet von der Sonne, das ist doch ein bisschen nah dran. Moment. Ich hab das anders im Kopf. Sonnensystem. Ja, sorry, dass du mir das Sonnensystem nicht gemerkt hab. Tatsache. Tatsache, Zweig ist dumm. Das war ja mein Vater zur Erde. Merkur, Venus, Erde oder wie war das? Ach, Sonnensystem. Das ist. Ich merke mir unwichtige Sachen nicht. Bis heute ist es das einzige Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt. Laut radiometrischer Datierung ist die Erde 4,54 Milliarden Jahre alt. Sie hat ein einziges natürlichen Satelliten, den Mond, der kurz danach entstanden ist. Die Gravitationswechselwirkung mit dem Mond zwingt die Gezeiten, stabilisiert die Drehachse der Erde und verringert allmählich ihre Drehgeschwindigkeit. Okay. Ein bisschen was dazugelernt. Zwiggy ist nicht mehr ganz so dumm. So. Ein Stückchen klüger geworden, der Zwerge. Oh. Stand sie nicht vorher vorm Automaten? Zur Bar müssen wir. Und bevor wir zur Bar gehen, würde ich gerne noch. Automaten werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr finden. Wo wir noch eine dritte Energiedose herkriegen. Aber wir haben einen Notenplatz. Das können wir hier mal spielen lassen. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Weißt du, hast noch mehr? Kannst du noch mehr finden? Ja, hier. Petit Vox. Klingt cool. Hier, schau dir das an. Die Zeit muss sein.
besten finde ich bisher noch den. Des Nachts, du heute auch nicht bist. Das ist immer noch das beste, der beste Song von dem. Das ist mein Favorit. Ich hoffe, die können wir später nochmal komplett anhören. Also noch nach, haben wir dann eine Auswahl. Also nacheinander anhören. Hey, kleines Feldknäuel. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Okay, ich bin gespannt. Was hast du, Momo? Genau das, was nachts du am Rechnen bist. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Energy Drink oder so. Oh, das wollte ich nicht. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Okay. Ich habe es fast geschafft. Hallo, hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das, Balthasar? Momo? Ich fasse es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören, Balthasar. Wo bist du? Geht's den anderen gut? Ja. Okay, Sekunde. Ja, wir sind in Sicherheit. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich. Zugs überall. Kanalisation? Wie? Was? Hallo? Verdammt nochmal. Wir haben das Signal verloren. Ich fasse es nicht. Balthasar. Balthasar ist am Leben. Er und die anderen Außenwickler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums. Aber wenn Balthasar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. Schorm, Simus, oder ist das Schorm? Wie wird ausgesprochen? Schormes. In der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zugs. Sie werden ein schnelles Mazid aus dir machen, besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Es geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Was für ein Pessimist. Schormes. Sein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zugs. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen, und kam nie wieder. Schormes war seitdem nie mehr derselbe. Hör nicht auf Schraumes. Er hat nur Angst. So wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zur Außenwelt. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es Hinweise in der Wohnung von Schraumes. Komm schon, folg mir. Ich würde aber vorher gerne noch ein bisschen hier rumsteuern. Das habe ich gerade schon gesehen, da kann man irgendwas machen.
Oha. 1, 2, 8, 3. Okay, ist der Code für irgendwas? 1, 2, 8, 3. Es muss irgendwo hier in der Nähe was sein. 1, 2, 8, 3. Hier oben vielleicht irgendwas? Hier können wir kratzen. Unsere Krallen schärfen. So, irgendwas so. Den Code 1283 benutzen können. Zwei, acht, drei. Muss doch irgendwo für den Code sein. Da muss doch irgendwo irgendwas zu geben. Hier auf dem Dach irgendwas. Waren wir hier schon mal? Oha. Ja, jetzt habe ich den gut gefunden, jetzt würde ich gern. Okay, da können wir nicht lang. Irgendein Kurzschluss davor, wo das für gebrauchen könnten. Okay, hier können wir kratzen. Ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagte, es ist nicht die Zugswahn. Okay. Irgendeine Stelle, wo wir noch nicht rankamen, wo es jetzt ein Kurs für brauchen könnte. Tresor, wo wir noch was herbekommen oder so. Und 283. Wie bringt uns das jetzt weiter?
du am Rechnen bist. Und verfolgt. So wird die Musik gewechselt. Okay. Jetzt stört mich das hier 1, 2, 8, 3. Wo könnten wir das für brauchen? Hier irgendwas, was wir noch nicht geöffnet haben, irgendwo. Der Wächter übt. Hatten wir den schon getroffen? Schau dir die tollen Sachen an, die in unserem Müll lagen. So viele Schätze. Du sollst mal den Tauchschein da besuchen. Dort gibt es für ihn etwas. Waren wir doch schon. Wir brauchen nur noch den letzten Energy Drink. Muss das letzte Zeug kaufen. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas? Irgendwo ein Zahlencode, wo er noch nicht. Das will ich aber jetzt auch irgendwie finden. Hier waren wir auch schon. Dazugehörige Schloss. Symptoms. Eins, zwei, acht, drei. So, tja. Eins, zwei, acht, drei. 1, 2, 8, 3. Ist hier irgendwo was wir übersehen haben? Den Trinkautomat haben wir schon, da kommen wir nichts mehr. Ne, die tut sich nicht nochmal auf. Da ist ein Tresor. Eins, zwei, acht, drei. Oh, ja, sehr richtig. Oh, ein Notenblatt. 8 von 8. Das können wir nochmal spielen lassen. So, hier haben wir das Notenblatt. Und sterblichen, unleserlichen Notenblätter. Kaum zu lesen, aber ich kann es trotzdem versuchen. Lag zu lange im Safe. Jum Preidi. Jum Preidi, tada. So ungefähr klingt das doch. Thank you.
Das war zwar Nummer 8 von 8, aber alle haben wir noch nicht. Wir müssen noch ein paar finden. Ein paar können wir noch spielen lassen. Können wir es irgendwie herausfinden? Bei Erinnerung nicht. Ja. So, Momo wartet irgendwo auf uns. Ein Geheimlabor in der Wohnung von dem. Tja, wo ist denn der jetzt hin? Wir sollten ihm folgen. Ist wahrscheinlich längst da. Hinten war noch nichts. Tja. Kopfkratz. Wo finden wir den lieben Momo jetzt? Oder die liebe Momo? Ja, ah, da ist er ja. Komm schon, Charmers, mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Können wir kratzen? Nun, das war zu erwarten. Die Situation ist ziemlich hart für Charmers. Er will nicht mehr von den Außenweltmann hören. Mir will er nicht helfen, aber du. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir klettern aufs Dach und holen ihn runter. Und holen ihn raus. Ach, oder klettern hier durch die. Durch den Schlitz. Ich nehme Docs Notizbuch und zeige es Chance. Neuer Gegenstand. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor, kleine Außenwettbewerb. Geh zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Und zu saufen.